Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Und eigentlich soll es heute um die Neuerscheinungen aus dem Monat Juni gehen. Wir werfen also einen Blick in die Zukunft. Aber gleichzeitig wird es auch so ein bisschen ein Thema, wird es sehr viele Neuzugänge im Juni bei mir geben. Denn es ist tatsächlich so, dass ich nur zwei spannende Neuerscheinungen für den Juni entdeckt habe. Ursprünglich waren wir, glaube ich, bei 5 oder 6. Ich schaue mir ja Neuerscheinungen immer in den Verlagsvorschauen und Internetseiten so ein bisschen an. Bin da auch auf Lovely Books immer mal ein bisschen aktiv. Da findet ihr meinen Account übrigens auch unten in der Infobox, wie auch die Infos jetzt zu den Büchern. Und als ich jetzt das Video vorbereitet habe, habe ich mir gedacht, Mensch, irgendwie sind jetzt doch nur zwei spannende Neuerscheinungen hier. Und wäre das nicht mal wieder so ein bisschen ein Vorsatz, ein Ansatz, um vielleicht wirklich auch die Neuzugänge ein bisschen zu beschränken. Ich bin kein Freund von Kaufverboten, kein Freund, der irgendwie sagt, so diesen Monat kaufe ich nichts, weil ich weiß genau, es ist wie, wenn man es andersrum nimmt. Wenn man etwas sucht, findet man es nicht. Und wenn man sich ein Kaufverbot setzt, laufen einem ständig tolle, spannende Bücher über den Weg. Und deswegen halte ich nicht viel von Kaufverbot, weil ich finde, es ist ja einfach mein Leben, es ist mein Geld, was ich ausgebe und ich mache mit meinem Geld und mit meinem Hobby ja, was ich möchte. Dennoch habe ich mir jetzt einfach so ein bisschen vorgenommen, für den Juni möglichst einstellig in den Neuzugängen zu bleiben. Also ich werde mich jetzt nicht extrem herunterfahren. Ich habe mir ein bisschen was anderes noch vorgenommen, denke aber für alle, die das jetzt vielleicht nicht so interessiert, dass wir einfach mit den zwei Neuerscheinungen beginnen und danach noch so ein bisschen drauf eingehen, was ich mir vorgenommen habe, um wirklich die Neuzugänge dann für den Juni ein bisschen geringer zu halten. Beide Bücher erscheinen richtig am 10. Juni. Und das erste Buch, was ich euch vorstellen möchte, wenn es jetzt nicht gerade so bewölkt werden würde, ist Flug und Angst von Stephen King. Ja, das Buch wird, wie gesagt, am 10. Juni erscheinen. Es handelt sich dabei um eine Kurzgeschichtensammlung von unterschiedlichsten Autoren. Ich glaube, locker über 10 Autoren, die daran mitgeschrieben haben. Und es soll eben um die Angst im Flug sozusagen gehen. Und der Klappentext verspricht Folgendes. Nichts ist Stephen King ein größerer Gräuel als fliegen zu müssen. Zusammen mit Mitherausgeber Beth Vincent teilt er nun seine Flugangst mit seinen Lesern. Die Anthologie versammelt alles, was gründlich schief gehen kann, wenn man sich auf 30.000 Fuß Höhe mit 500 Knoten in einem Metallgefährten, einem Saal. Flugreisen verwandelt sich hier schnell in Albträume, auf die man nie im Leben gekommen wäre. Da überlegt man es sich lieber zweimal, ob der Weg zum Ziel nicht in einer letzten Reise mündet. Ich persönlich bin überhaupt kein Angsthase, wenn es um das Thema Fliegen geht. Ich liebe das Fliegen. Ich liebe es, wenn das Flugzeug abhebt, wenn alles kleiner wird, wenn man wirklich alles auch irgendwie so zurücklässt. Man selbst ist in der Luft dann irgendwie auch ein anderer Mensch. Ich genieße es, von oben herunter zu sehen und verschiedenste Dinge zu beobachten. Ich finde es ganz toll, wenn man zum Beispiel über den Äquator fliegt und da ist Nacht und da ist Tag. Das ist total faszinierend und verrückt. Also wenn man wirklich zu einer gewissen Zeit natürlich unterwegs ist. Ich liebe es, wenn die Sonne auf- oder untergeht, das Farbspektrum. Ich bin ein absoluter Fan von der Landung. Ich liebe das, wie alles nochmal so Schub nimmt und abbremst und es ist einfach großartig. Ich bin überhaupt kein Mensch, der Angst vor dem Fliegen hat. Bin dennoch gespannt, welche Geschichten hier versammelt wurden, was hier so ein bisschen auch der Angstfaktor sein kann. Oftmals ist es ja nicht das Fliegen allein, sondern Dinge, vor denen man Angst hat, die dann eben im Flugzeug in der Luft passieren. Und da bin ich hier sehr, sehr neugierig auf diese Sammlung und freue mich auch auf dieses Buch. Und das zweite Buch ist dann im Grunde der dritte Teil einer Reihe. Und zwar heißt das Alle diese Welten von Dennis E. Taylor. Und das ist der dritte Teil der Bobbyverse-Reihe. Ich habe Band 1 absolut gefeiert. Ich war von Band 2 so einen Hauch enttäuscht, weil es für mich nicht an den ersten Teil rangekommen ist. Und bin jetzt sehr gespannt, was der dritte Teil versprechen wird. Wir sind hier ja in einer Science-Fiction-Welt, in der es auch um künstliche Intelligenz geht. Und im ersten Teil hatten wir ja Bob, der im Grunde sich das ewige Leben gekauft hat, beziehungsweise diese Version, dass das Gehirn im Grunde irgendwie weiter verwendet wird. Was er allerdings nicht bedacht ist, ist, dass er direkt kurze Zeit später stirbt, sein Gehirn dafür genutzt wird, um eine künstliche Intelligenz zu erschaffen, die dann auf dem Weg ins All ist, um im Grunde einen Ort für die Menschheit zu finden, wie man
man im Grunde auch den Weltraum besiedeln kann. Und ich fand Band 1 großartig. Allein diese künstlichen Intelligenzen, die da auftauchten, die Witze, die Anspielungen, diese Gedankengänge, ich war da absoluter Fan. Und der zweite Teil hat die Geschichte weitererzählt, war für mich so ein Tick technischer, was ich okay fand, aber es war, hatte nicht mehr so den Humor von Band 1. Und der dritte Teil spielt nun wohl 100 Jahre später. Mehr möchte ich jetzt aber gar nicht zu dem Klappentext verraten, weil er natürlich auch durchaus die Geschichte ein bisschen vorneweg nimmt. Also jeder, der den zweiten Teil noch nicht gelesen hat, sollte möglichst nicht in den Klappentext gucken. Ich bin einfach gespannt, wie diese Geschichte 100 Jahre weiter gesponnen wird, was mich erwartet, was sich der Autor weiter ausgedacht hat und in welche Richtung sich diese Geschichte einfach entwickelt. Und ich bin ein Science-Fiction-Fan, ich lese sowas unglaublich gerne, auch ferne Welten und ja, im Grunde irgendwas im Weltraum finde ich mega, mega spannend. Und ich bin einfach total neugierig, was Dennis E. Taylor hier für uns gezaubert hat und ja, freue mich auf den dritten Band der Bobbyverse-Reihe. Ja, und das waren sie jetzt auch schon, die zwei Neuerscheinungen, die ich spannend finde und die ich denke wahrscheinlich auch im Juni bei mir einziehen werden. Und ja, damit es möglichst nicht mehr werden als die 2 oder ich sag jetzt mal 5 oder 6, wären absolut noch in Ordnung, weil ich natürlich jetzt gerade auch so ein bisschen dabei bin, die Krim-Chroniken zu entdecken. Und da könnte ich mir eben auch durchaus vorstellen, dass im Juni 1, 2, 3 Bände bei mir einziehen. Das könnte natürlich jederzeit passieren. Es wird auch das ein oder andere Hörbuch Ende Mai erscheinen, was dann vielleicht im Juni bei mir einzieht. Also es gibt so ein paar Dinge, die lassen sich im Grunde gar nicht vermeiden, dass sie bei mir einziehen, insofern man jetzt nicht sagen könnte, ach Steffi, eigentlich hast du genug Bücher auf den Sub, du brauchst jetzt keine neuen. Aber zum Beispiel bei den Krim-Chroniken ist es schon so, dass man die Geschichte so ein bisschen fortlaufend lesen müsste, weil ja die Geschichte, es sind ja nicht Einzelbände, sondern es ist eine große Geschichte und es fühlt sich immer so an, wenn man aufhört, wie wenn man nach 100 Seiten das Buch zuschlägt und eine Woche weglegt. Der Mensch bin ich ja gefühlt gar nicht, deswegen müsste ich eigentlich alle 12, 13 Bände in einem Schwupps weglesen. Aber ich versuche natürlich schon so 2, 3 Bände einfach im Monat zu lesen, um so ein bisschen in der Geschichte zu bleiben und das dann auch genießen zu können. Von daher kann ich eben gar nicht ausschließen, gar nichts zu kaufen und möchte mich aber wirklich zum Beispiel von Rebuy fernhalten, Medimobs, auch von Amazon und da irgendwie rumsuchen. Ich möchte mich von diesen so ein bisschen fernhalten. Ich werde bei Mängelexemplarkästen einfach rigoros vorbeigehen. Ich werde im Juni in Berlin sein und da gibt es ja unter anderem auch so ein bisschen diesen Mängelexemplar Shop, der Langer Blomqvist. Vielleicht kommen wir da mal hin, vielleicht auch nicht. Wenn ja, würde ich mich da jetzt auch nicht einschränken, weil da ist man einfach nicht so oft. Aber ich würde eben all die Dinge, diese Reize, die einen da irgendwie ermutigen, ja, denen möchte ich eigentlich so ein bisschen aus dem Weg gehen. Und ich werde auch versuchen, nicht so häufig in die Thalia zu gehen. Man muss da nicht einmal in der Woche mittags vorbeigehen und reinschauen und gucken, was es da so gibt. Nein, das braucht man nicht. Ich werde auch nicht groß irgendwie auf der Amazon-Deal der Woche-Seite unterwegs sein und werde das einfach meiden. Einfach um ja diese Werbewirkung sozusagen einfach ein bisschen auszugrenzen. Und man ist dafür einfach anfällig und wenn man das weiß und weiß, wie man es umgeht, dann kann man eigentlich ja hoffen und denken, dass das irgendwie ja richtig geht. Aber ansonsten bin ich auch einfach Herr meiner selbst und auch meiner Finanzen und kann natürlich mit meinem Geld und meinem Hobby machen, was ich möchte. Aber ich nehme mir das einfach für den Juni vor und ich denke, 2 Neuerscheinungen lassen da jetzt auch einfach den Platz dafür. Ich bin auch einfach ein Neuerscheinungsleser, das ist so. Das werde ich auch einfach noch eine ganze Zeit lang bleiben, weil ich das einfach unglaublich gerne habe, so ein ganz frisches Buch, was vor mir auch noch keiner groß gelesen hat, im Grunde zu lesen. Dieses Gefühl finde ich einfach auch sehr schön. Deswegen lese ich auch sehr gerne einfach Neuerscheinungen, beschäftige mich damit und freue mich dann natürlich auch einfach, wenn ich spannende Neuerscheinungen finde. Ich bin jetzt natürlich neugierig, ob euch einer meiner beiden Neuerscheinungen angesprochen hat, auf was ihr vielleicht im Juni wartet. Das wird jetzt natürlich vielleicht gefährlich mit dem Anfixen, aber schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst uns da austauschen, auch ob ihr euch vielleicht Kaufverbote setzt oder euch irgendwie einschränkt, ob ihr irgendwelche Vorsätze habt, überhaupt was Neuzugänge angeht. Lasst uns da gerne ein bisschen austauschen, würde ich mich sehr freuen. Die Infos zu den Büchern und alles andere findet ihr unten in der Infobox. Ich würde mich da einfach freuen, wenn ihr auch mal vorbeischaut. Und ja, ich habe glaube ich jetzt genug gequasselt. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.